Herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht es, den letzten Clankrieg haben wir 54-50 gewonnen. Und ich wollte eigentlich gar keine Folge mehr großartig vor dem Stream heute Abend machen. Die Zeit steht zumindest fest. Wir beginnen, also ich beginne um 20 Uhr mit dem Stream heute Abend. Und ich denke mal, ich lasse mich diesmal auch nicht breitschlagen, was das Ende angeht. Eine Stunde oder anderthalb, das muss ich selber mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wird das Ganze dauern, denn irgendwo ist das jetzt mitten in der Woche und viele müssen den nächsten Tag auch arbeiten oder zur Schule oder was auch immer. Ich im Moment nicht. Ich habe zurzeit frei, aber trotzdem bin ich ja hier nicht alleine Bewohner und muss Rücksicht nehmen auf die, die mit mir hier zusammen wohnen. Und deswegen wird es sicherlich diese Zeitspanne sein. Ihr könnt in jedem Fall gespannt sein. Es wird anders sein als der letzte Stream, den ich gemacht habe. Also nicht nur von der Zeit her. Den habe ich ja gnadenlos überzogen und mit nicht wirklich guter Musik hinterlegt, weil das Video ist ja irgendwann mal bei YouTube abgebrochen. Und sondern mit verschiedenen Inhalten. Ihr werdet das sicherlich sehen und könnt mir dann auch später sicherlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet. Also ich habe da jetzt so ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt und auch Zeit drin investiert, um das Ganze so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen professioneller, aber so ein bisschen besser noch rüberzubringen, das Clash of Clans hier. Und aber wie gesagt, da könnt ihr gespannt sein. Und trotzdem sehen wir hier wenigstens einen Kampf oder vielleicht auch zwei vom Mojo auf die Nummer 5 mit Queenwalk, Bowler, Hexenkombi. Und schöner Dreisterner hier. Also der Gegner war auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Das Ergebnis ist jetzt nicht so super eindeutig. Aber diesmal fehlten uns halt nur 6 Sterne, um hier die Kiste ganz voll zu machen. Ich denke mal, es lag hier vor allen Dingen an den RH10 beim Gegner, die nämlich in den unteren Bereichen, ihr hattet ja einen Angriff auch von mir gesehen auf eine 9 Halberbase, die nämlich 9 Halberbases waren. Und da hat sich der Gegner auf unserer Seite etwas schwerer getan, nämlich mit unseren Reihen 10ern. Und das hat letztendlich hier so ein bisschen, denke ich mal, den Sieg ausgemacht. Ja, ich weiß, ist wieder Hocke. Aber immer Hocke zeigen ist auch doof. Nein, ist natürlich nicht doof. Hocke macht wirklich gute Angriffe in letzter Zeit. Egal, ob das so wie hier mal wieder aus der Luft ist oder auch mit der Bowler-Hexen-Kombi. Also der Hocke übt hier auch ohne Ende. Das macht sich zwar in seinem wirklich nicht mehr so schönen Spendenverhältnis bemerkbar, aber wir gucken da ja nicht drauf und von daher ist uns das ganz recht oder ist uns das rechter, wenn der Hocke hier übt und nach wie vor so schöne Angriffe hier abliefert, wie er es hier macht auf die Nummer 8 und sein Spendenverhältnis dadurch ganz in den Keller rutscht. Aber wie gesagt, das ist es ja bei uns nur nebenseitig betrachtet. Wir werden den einen oder anderen immer mal aufmerksam machen, wenn also gar nichts rüberkommt und die Leute trotzdem Truppen irgendwie da haben. Gibt ja immer so Situationen, da willst du im Moment gerade deine Truppen nicht spenden, weil dann nicht die richtigen Truppen wieder nachkommen und dann bist du wieder am Rotieren da im Auswahlmenü. Wie gesagt, es ist hier kein Muss, aber ich denke mal, nach wie vor gibt hier jeder und empfängt auch jeder immer das, was er eigentlich auch möchte. Ob das jetzt zum Üben ist oder zum Farmen. Auch zum Farmen. Es gab ja hier mal eine harte Farmzeit, wo viele, viele Bowler angefordert haben. Den haben wir einfach dann Riegel vorgeschoben und haben gesagt, wenn ihr übt,
oder in hohen Ligen seid, dann ist das überhaupt kein Thema. Da möchte man natürlich mit guten Kleinburg-Truppen auch weiter spielen und weiterkommen. Aber wenn man irgendwo da unten, so wie ich, sehr häufig in Gold rumturne oder in Silber, na gut, Silber jetzt nicht unbedingt, aber in Gold, da muss ich nicht das Beste in meiner Kleinburg haben. Muss ich sowieso nicht, bin da ja immer sehr unkompliziert, liegt aber auch daran, dass ich mir natürlich selber ein bisschen was spenden kann mit den anderen Charakteren und bei bestimmten Sachen dann auch auf die anderen angewiesen bin, nämlich wenn ich Bowler haben möchte mit dem Thorsten, dann muss ich woanders fragen, weil ich noch keinen zweiten Zehner-Account habe. Aber schönes Ding hier von Hocke, gar keine Frage. Ja, der Rest ist eigentlich hier unten RH9, die haben wir sehr, 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 sehr locker zugemacht, so muss man sagen. Ja, den habe ich mit dem Alex gemacht. Ich muss mal gerade überlegen, deswegen bin ich gerade so leise, was ich mir dabei gedacht hatte. Ist ja nun doch schon ein Tag her. Ah ja, okay, ein Golalon über die Seite. Ich springe gleich am Feger. Also Ziel war, Feger Queen auch auszuschalten. Die steht zwar ziemlich tief, aber die wird gleich rankommen. Und dass ich dort wenigstens ein oder zwei Lars erwische, aber ich glaube, ich habe den Feger wenigstens erwischt. Das war auch ein Ziel von mir. Und ich meine, ich hätte auch die zweite Lada hinten erwischt, die Queen sowieso. Und jetzt geht der Golem schon hinten auf die La und ich lasse jetzt von unten schon die Loons reinkommen. Hab diesmal auch eine etwas andere Kombi, was die Zauber angeht, genutzt. Ihr seht das unten. Habe mal auf, ich glaube, drei oder vier Eilzauber gesetzt, anstatt des Heilzaubers. Den habe ich diesmal weggelassen. Und zwei Gift mit in der Clanburg, weil ich habe immer ein bisschen Muffe, ja, dass ich die Clanburg-Truppen nicht schaffe und zu wenig Gift habe, die Queen irgendwie quer rennt und da nicht mithilft. Deswegen nehme ich zwei Gift mit und hatte, glaube ich, drei, das sehen wir gleich am Ende nochmal, drei oder vier Eilzauber. Und das ist keine schlechte Kombi, die habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt vom letzten Gegner, der uns da so übermächtig überrannt hat. Und als Reinzauber dann nur den Sprung und einmal einen Wut. Gerade wenn die Clanburg kommt, noch mit den Bowlern und die Golems nochmal richtig in Wut reingeschickt zu Anfang des Kampfes, ist sicherlich nicht schlecht. Und ich werde das auf jeden Fall weiter so verfolgen, weil mittlerweile sind auch die Helden, denke ich mal, so in der Lage, dass sie mit, vielleicht mal mit einem Gift auskommen, aber dann muss die Queen und vielleicht ein, zwei Magier, die müssen schon richtig gut laufen, damit ich die mit reinkriege. Jetzt kriege ich jetzt mal noch eine Riesenbombe ab, aber das war auch nicht mehr so schlimm. Und jetzt gucken wir mal, ja, vier Eilzauber, ja, das ist so ein bisschen meine neue Kombi hier bei Golalun. So mache ich das, ein Sprung, ein Wut, zwei Gift und wie gesagt, die vier Eilzauber. Auf welchem Level die eigentlich sind, ist mir egal, obwohl die natürlich wirklich nicht schlecht sind. Ein Eilzauber auf Level 2 ist schneller, also hat mehr Speed als ein Wutzauber auf Max Level. Ja, also immer mal im Hinterkopf behalten, dass das Ganze so ist. Und dann ist es das aber auch gewesen. Wir stecken schon im nächsten CK. Aber was heute reingekommen ist, ganz kurz angeleakt, hier unten ein Boot. Ja. Ich habe das jetzt erst gesehen. Ich habe noch nichts gelesen. Da ist es. Und wenn man hier draufklickt, dann kann man auch, dann sieht man, dass das Boot defekt ist. Und man kann auf den Infobutton hier klicken und kann herausfinden, was es, wo dieses Boot denn herkommt. Wenn man hier raufklickt, das habe ich jetzt schon gemacht, dann kommt man zu einem YouTube-Video von Clash of Clans bzw. von Supercell, die dort ein paar Charaktere an einem Strand postiert haben und die sich was, so ein bisschen was, die so ein bisschen was im Kopf spökt, was im nächsten Update kommen könnte. Das ist mal wieder mit der typischen Supercell-Ironie hier so ein bisschen aufgesetzt. Das Video finde ich wirklich klasse und guckt es euch einfach an. Lasst euch von dem Teaser oder diesem Update-Teaser ein bisschen besudeln. Und ist wirklich eine gute Sache. Ich freue mich drauf, dass es endlich so ein bisschen damit losgeht. Die ersten Leaks kommen durch. Ich mache da ja
nie irgendwelche Folgen rüber oder schneide irgendwas an. Wenn ich tatsächlich fest was mitkriege, dann mache ich das auch. Dann gebe ich das auch preis. Bei mir im Dorf tut sich im Moment nichts. Ich habe einen Bauarbeiter frei. So ein paar Sachen laufen jetzt die nächsten Tage aus. Also das Normale, was so in so einem Dorf passiert. Was mir allerdings im Moment passiert, ich werde angegriffen und verliere meine Defenses. Ja, kaum bist du in so einer schwarzen Liga hier, Meister 3, kommen auch mal so ein paar vorbei, die dich mal so ein bisschen ausnehmen. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ausnehmen hier. Das kann ich alles verschmerzen. Aber ich verliere. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Ich gewinne natürlich auch, denn mein Attack-Lock, ja, auch hier, ihr seht es wieder, geht gut ab. Ich bin gut im Dunkeln auch, 74.000 schon wieder. Muss jetzt noch ein bisschen, 2 Tage und ein paar Stunden was machen. Und dann geht was Dunkles im Labor hoch. Und das war's aber erstmal von der Folge. Also bitte denkt dran, heute Abend 20 Uhr startet der Stream. Ich hab's auch im Thumbnail geschrieben und in meiner Beschreibung. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, als Abonnent kriegst du es sowieso angekündigt. Und ich freue mich drauf. Ich hab's hoffentlich gut vorbereitet und bin selber gut vorbereitet. Und würde sagen, bis heute Abend, wenn der Toto mit euch clasht.